Mian, weiter geht's. Jetzt hören wir uns die nächste Aussage an von Trilo, der Puppe. Seid nicht so überrascht, dass ich Regina einen Antrag machen wollte. Ich wollte ihr sogar etwas schenken. Es war in meiner Tasche und ich wollte ihr einen Antrag machen und es ihr geben. Natürlich hatte ich es auch an dem Abend in der Tasche. Ein Geschenk für sie. Ich konnte es ihr doch nicht geben, deshalb trank ich es noch immer in der Tasche. Ein Heiratsantrag! Sie! Eine Puppe! Sei nicht so begriffsstutzig! Wer sagt denn, dass Puppen nicht auch lieben können? Sie haben recht! Obwohl ich alt bin, könnte ich ja auch einen Antrag machen. Genau. Euer Ehren sehen gerade nicht sehr ehrenvoll aus. Na gut, Herr Wright, bitte fahren Sie mit Ihrer Untersuchung fort. Oje, hast du das gehört? Sein Seufzer klang etwas schwermütig. Warum wohl? Kreuzverhör. Über den Heiratsantrag. Wollte ihr was schenken, ja? Musste ich das angreifen? In wessen Tasche befand sich der Ring? Natürlich in meiner! Was für eine dumme Frage! Du veräppelst mich wohl! Denkst du im Ernst, Ben würde so etwas tun? Tut mir leid, wirklich. Du musst dich nicht dafür entschuldigen. Er muss sich bei dir entschuldigen. Wirklich? Okay, das war dann doch etwas verkehrt. Das da. Das war das Richtige. Was wolltest du ihr denn schenken? Du weißt doch ganz genau, was ich schenken wollte, du Hornochse. Das Einzige, was Reginas Schönheit gerecht wird. Beantworte die Frage, was war es? Du wirst sterben, wenn du das hörst. Es ist ein Verlobungsring. Ein Verlobungsring? Wow, die beiden sind fast vor ihren Stühlen gefallen. Dieser Scherz von Phoenix Wright geht eindeutig zu weit. Zeit ist hier und jetzt zu beenden. Sieht so aus, als würde Franziskas Peitsche auf alles niederknallen. Ein Treffer von diesem Ding dürfte mich eine Weile zum Schweigen bringen. Ja. Schmerzen sind nicht gut. Da stimme ich zu, aber wir sind jetzt einfach Masochisten. Auf den ersten Blick wirkt es lächerlich, aber es ist ein historischer Moment. Die erste Puppe, die einem Menschen einen Heiratsantrag macht. Au! Ich rate dir, dich kurz zu fassen. Ich bin mit der Verteidigung einer Meinung. Und der Zeuge bitte seine Aussage ergänzen. Wir sind ein Teil mit dem Ring. Es geht hier um Fakten, nicht um Soziologie. Du liebst wirklich Details, besonders für einen im schwarzen Bademantel. Troll. Ja. Jetzt wissen wir zumindest, dass er ihr einen Verlobungsring schenken wollte. Und jetzt, was wir noch nicht hatten, eine neu hinzugefügte Aussage, lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe. Und springen stattdessen auf eine andere. Nämlich auf die da. Er konnte es ihr nicht schenken, also hat er sie immer noch bei sich. Und was haben wir hier bitteschön da bei uns? Von T für R. Das ist ja eindeutig ein Verlobungsring. Also würde das ja die Initialen sein von Trilo für Regina. Stellt sich nur die Frage, warum haben wir die jetzt? Fresse, du Püppchen! Trilo, darf ich dir etwas zeigen? Was denn? Was denn? Wovon redest du? Oh, beide werden sich wohl gleich gegen mich verbünden. Erkennst du diesen Ring? Ah, das ist meiner! Gib ihn zurück! Dieb! Dieb! Hast du nicht gerade über dieses Geschenk ausgesagt? Ich glaube, du sagtest, ich konnte es dir noch nicht geben, deshalb trage ich es noch immer in der Tasche. Und warum ist es dann hier? Erwischt! Es geht!
Das ist... Ben, sag doch was! Ich mache es nicht, wenn du mich so bloßstellst, Trilo. Ich habe ihn in Mannys Zimmer gefunden. Mannys Zimmer? Was soll das denn sein? Ha, dieser verlauste Affe bekommt es jetzt mit mir zu tun. Quist, ich bitte Sie, meinem Gericht sollen unflätige Ausdrücke zu unterlassen. Nun, euer Ehren, Manny ist wirklich ein Affe, im wahrsten Sinne des Wortes. Und er ist scheiße. Ich verstehe, nun dann. Manny liebt es, alles, was glänzt, und sammelt es. Alles, was glänzt? Trilo, wann wurde dir dieser Ring gestohlen? Nun, ich glaube, es war an dem Abend, wissen Sie, jener Abend, am Abend des Verbrechens. Was hast du da eben gesagt? Details, ich brauche mehr Details. Nun, es wurde mir gestohlen, nachdem Max auf dem Hauptplatz auftauchte. Genau zu dem Zeitpunkt, als der Angeklagte an Ihnen vorbeiging, richtig? Nun, ich denke, das könnte man so sagen. Der Ring könnte, nun, er könnte um diese Uhrzeit geklaut worden sein. Ah, aua, 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 aua. Ben, was ist los mit dir? Oh, was auch immer. Es gibt keinen Zusammenhang, vor allem nicht mit dem Mörder. Du hast nicht zu entscheiden, was womit zusammenhängt. Jetzt zu dir, Trilo. Kommen wir aufs Thema zurück. Ich habe nichts zugegeben. Nicht ich, Herr Trilo Quist. Was hast du getan, als der Ring gestohlen wurde? Das weißt du doch genau. Ich habe diesen ringklauenden Affen Manny verfolgt. Aber du konntest ihn nicht einfangen, stimmt's? Daran ist nur Ben schuld, dieser fußlahme Trottel. Während er durch den Schnee stolperte, konnte dieser blöde Affe entkommen. Das ist wirklich eine große Schande. Nun, das beweist tatsächlich eine wichtige Sache. Beweist eine wichtige Sache? Und welche Sache soll das sein? Ja, dass er nicht fit genug ist. Schön. Nee, das Dings. Es gibt einen zentralen Widerspruch in der Aussage der Zeugen. Widerspruch? Der Zeuge hatte doch vorher ausgesagt, dass er sich bis zum Eintreffen der Polizei nicht vom Eingang zum Hauptplatz begeben hat. Nun jedoch, sagt der Zeuge, hätte Manny den Affen verfolgt. Wenn der Zeuge den Affen verfolgt hat, dann hat niemand den Hauptplatz beobachtet. Was soll das alles bedeuten, Phoenix Wright? Wo soll deine kleine Theorie nur hinführen? Dass der Zeuge unmöglich die ganze Zeit über den Hauptplatz beobachten konnte. Das ist der Sinn meiner kleinen Theorie. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Es ist tatsächlich möglich, dass jemand anderer als der Angeklagte am Tatort war. Haha! Interessant, Wright! Nun, dann beantworte mir doch die folgende Frage, Phoenix Wright. Kannst du beweisen, dass jemand an diesem aufmerksamen Bauchredner vorbeischlüpfte? Nun, er übersah offenkundig, wie das Opfer, der Direktor, am Tatort eintraf. Das ändert jedoch nichts daran, dass er den Angeklagten kommen sah. Der Zeuge lügt. Er ist durch seine Rivalität mit Max geblendet. Nun, aber Moment, der Verteidigung ist was dran. Dieser Zeuge ist mit dem Angeklagten tatsächlich verfeindet. Was? Wie könnt ihr es wagen? Ich würde nie lügen, um diesen Idioten in Schwierigkeiten zu bringen. Er ist es nicht wert. Ich habe ihn gesehen, kein Zweifel. Ich habe dieses Lügengesicht gesehen. Nun, wir wollen jetzt herausfinden, wen du da an jedem Abend wirklich gesehen hast. Ha, das habe ich doch schon oft gesagt und ich werde die Aussage nicht ändern. Du hast deine Aussage schon geändert und das wird sich noch öfter geschehen. Wo eine Lüge ist, sind meistens noch weitere. Genau, Maya. Deshalb müssen wir dranbleiben. Ja. Und wir kriegen nochmal eine neue Aussage. Na schön, ich habe an dem Abend auf Regina gewartet. Aber dennoch habe ich Max am Abend auf dem Hauptplatz gesehen. Er tauchte dort auf, als ich etwa 5 Minuten gewartet hatte. Ich wünschte,
Ich wünschte ihm eine gute Nacht, aber er nahm mich nicht einmal wahr. Ich bin mir ganz sicher, dass er es war. Maximilian Galactica war am Tatort. Eine Verwechslung ist ausgeschlossen, denn er trug die drei lächerlichen Symbole. Das heißt also, dass Money nicht auftauchte, bevor du Max gesehen hattest. Das ist richtig. Money tauchte 10 Minuten später auf als Max. Dann stahl der Scheißaffe den Ring und du bist ihm nachgerannt? Junge, hat es gedauert, bis sie wieder an ihrem ursprünglichen Platz waren. Nun, lass mich nachdenken. Ich würde sagen, während ich mal eben meinen Sprechpartner da verprügle. Es waren etwa 5 Minuten, glaube ich. Also hätte das Opfer in diesen 5 Minuten am Tatort auftauchen können. Alright, bitte fahren Sie mit Ihrem Kreuzfahrer fort! Gerne doch. Kreuzfahrer. Max beobachten. Z, okay. Und na. Tat auf. Das finde ich mal interessant. Er wünschte ihm eine gute Nacht. Seit wann machen Rivalen bzw. Feinde sowas? Sich gegenseitig gute Nacht wünschen. Du hast auch ausgesagt, du hättest Max an jedem Abend einen guten Abend gewünscht. Dir scheint es zu gefallen, offensichtliche Fragen zu stellen. Morgen sagt man doch guten Morgen und tagsüber guten Tag, richtig? Ist es da nicht logisch, jemanden abends einen guten Abend zu wünschen? Was, Ben? Du möchtest noch etwas hinzufügen? Lass mich raten, das ist nicht richtig, Trilo. Abends sagt man guten Abend. Tut mir leid, Trilo. Herr Quist, ich bitte Sie, Ihren bauchrednerischen Künste im Gerichtssaal zu unterlassen. Unmöglich, ein Künstler lebt und atmet seine Kunst. Das solltest du wissen. An diesem Teil der Aussage muss etwas faul sein. Ja, genau. Der Dingsbums-Komödiantische Teil. Nö, danke. Sondern der abendliche Gruß an sich ist komisch. Ist das nicht ein wenig seltsam? Was meinst du damit? Nun, wenn du Max so sehr hasst, warum solltest du dann nett zu ihm sein? Das kommt mir etwas seltsam vor. Warum sollte es dir seltsam vorkommen? Genau, was soll daran seltsam sein, wenn man zu einem seiner Kollegen nett ist? Nun, ging es nur darum, nett zu seinen Kollegen zu sein, würde ich es verstehen. Au, das tut weh! Vielleicht solltest du es besser beweisen können, bevor du nächstes Mal losbrabbelst. Auf dieser Welt zählen nur Beweise. Das lernt man doch schon in der Schule. Es gibt keinen Grund, warum Trilo etwas Nettes zu Max sagen sollte. Aber wie kann ich das nur beweisen? Bluffen ist alles, was zählt auf dieser Welt. Aber ich denke, das weißt du schon. Ich denke, ich kann es versuchen. Zeuge, bitte mit seiner Aussage fortfahren. Du bist dir bei deiner Aussage also 100%ig sicher? Ich hab's dir schon gesagt, Mann. Ich bin mir absolut 100%ig sicher. Er kann sich nicht noch sicherer sein, als er es schon ist, richtig? Diese drei lächerlichen Symbole? Ich würde gerne wissen, wie oft du diese Frage nun schon gestellt hast. Wenn du noch einmal fragst, antworten wir dir im Chor und alles zusammen. Zylinder! Anhang! Weiße Rosen! Vielen Dank euch allen. Einen Streit? Maya, du hättest aber wirklich nicht mitmachen müssen, oder? Aber es ist so lustig, mit allen zusammen zu rufen. In seiner Aussage muss sich irgendwo eine undichte Stelle befinden. Ich stimme dir zu, aber können wir beweisen, dass da etwas faul ist? Uns bleibt nichts anderes übrig, als zu versuchen. Nicht wahr, Nick? Wir müssen etwas finden, das uns weiterhilft. Also gut, an die Arbeit.
Tja, Dingsbums. Was? So, muss man vielleicht was angreifen? Ah, I remember something. Dingsbums, das muss ich mir auch mal angucken. Ich glaube, man muss jetzt an dieser Stelle diese zerbrochene Flasche zeigen, weil das ist ein eindeutiges Symbol, dass sie halt nicht nett miteinander umgehen können. Haha! Trilo, ist es nicht wahr, dass du mit Max am Tag des Mordes einen Streit hattest? Einen Streit? Genau gesagt, einen Streit um Regina. Das war nichts Besonderes. Er war ja nur ein Streit, eine Meinungsverschiedenheit. Eine Meinungsverschiedenheit endet eigentlich nicht mit einem Schlag auf den Kopf. An jenem Morgen verpasste Max Ben einen Schlag auf den Kopf, nicht wahr? Was? Geht es hier jetzt auch noch um Körperverletzungen? Autsch! Bevor wir uns darum kümmern, sollten wir erst den Mordfall klären. Am Tag des Mordes hatte der Angeklagte und der Zeuge einen heftigen Streit. Es ist also undenkbar, dass die beiden sich abends freundlich gegrüßt haben. Außerdem würde das auch nicht zur Persönlichkeit des Zeugen im Zeugenstand passen. Niemand hätte eine so freche Puppe nur guten Abend zu ihrem Rivalen gesagt. Wah! Behauptest du etwa, dass der Zeuge lügt? Dass er dem Angeklagten eins auswischen will und darum sagt, er hätte ihn gesehen? Ich hab nicht gelogen, wirklich nicht. Ich hab nur... Es reicht jetzt, der Quist! Right! Ja, euer Ehren? Wir sollten dem Gericht diese Aussage erklären! Würden Sie bitte Ihre Theorie ausführen und sagen, wie der Zeuge wirklich sah? Ist das nicht offensichtlich? Ich bin davon überzeugt, dass der Zeuge an jenem Abend wirklich jemanden gesehen hat. Es war nur jemand anderer. Jemand, dem er einen guten Abend wünschte. Was für eine Theorie soll das nun wieder sein? Die richtige. Außerdem glaube ich nicht, dass der Zeuge Max war. Was? Hätte er wirklich Max getroffen, hätte er ihn nicht gegrüßt. Das bedeutet also, dass es nur eine richtige Antwort gibt. Die Person, die der Zeuge an jenem Abend sah, war nicht Maximilian Galactica. Deshalb machte sich Trilo auch die Mühe, die Person an jenem Abend zu grüßen. Oder einen guten Abend zu wünschen, wie er es ausdrückte. Was in aller Welt, du? Würde die Verteidigung bitte erklären, wen Trilo an jenem Abend dann sah? Na, von wem hätte er denn so hochrangig Respekt, dass er ihm einen guten Abend wünschte? Natürlich das Opfer. Angesichts der schlechten Laune des Zeugen hätte er nur eine Person gegrüßt. Und das ist Regina! Es ist Regina, richtig? Sie ist so lieb! Nein, euer Ehren, es ist nicht Regina. Wäre es Regina gewesen, hätte er ihr den Verlobungsring geschenkt. Oh, ja, da haben Sie wohl recht. Es war Russell Berry, das Opfer selbst, nicht wahr? Das ist richtig. Es war in der Tat Russell Berry. Die Person, die du an dem Abend sahst, war das Opfer. Zirkusdirektor Russell Berry. Deshalb hast du ihn gegrüßt, Trilo. Habe ich recht? Beantworte die Frage, Herr Quist. Wie lautet die Antwort? Einen Augenblick. Nun, zuerst dachte ich, es sei der Alte. Aber, als ich ihn besser sehen konnte, war es doch Maximilian Galactica. Ja, was denn nun? Ich denke, es ist höchste Zeit, dass wir diese Frage klären.
Herr Quist, offensichtlich nur eine Person auf dem Hauptplatz an jedem Abend. Es geht nur darum, herauszufinden, wer diese Person war. Was wird die Maria Galactica? Oder der Zirkusdirektor? Ein gewisser Herr Russell Berry? Die Anklage ist der Ansicht, dass der Zeuge den Angeklagten an jenem Abend sah. Der Zeuge sagt eindeutig, er hätte die drei Symbole des Angeklagten gesehen. Drei Symbole? Also gut, es wird allmählich langweilig. Komm schon, du musst sie doch langsam kennen. Also noch einmal. Alle zusammen. Au! Ja, wir wissen schon. Zylinder, Umhang und weiße Rosen. Zylinder und Umhang. Jeder könnte das tragen. Das würde sogar mir stehen. Guter Witz. Wie bitte? Nun, der Zeuge hat mir immer wiederholt, er hätte Max drei Symbole gesehen. Wie können Sie aber wissen, ob es wirklich Maximilian Galactica war? Es hätte auch jemand anderes sein können, der sich als Max verkleidet hat. Sogar Russell Berry. Was? Frau von Kammer! Oh, jetzt wird sie ausgeschimpft. Um sehr eindeutige Beweise, dass die Person, die der Zeuge seine Angeklagte war. Nun, ich... Wenn das so ist, kann ich zu diesem Zeitpunkt kein Urteil fällen. Ja, endlich haben wir mal einen Treffer gelandet. Das ist sehr bedauerlich. Hä? Du bist eifriger, als dir gut tut, Phoenix Wright. Was willst du damit sagen? Du hast lediglich eine Sache aus dem Zeugenhaus bekommen. Nämlich, dass dieser Zeuge an jenem Abend eine Person auf dem Hauptplatz sah. Für deine Bemühungen gebührt dir Beifall, aber... Aber! Wer diese Person war, kann nur der nächste Zeuge beantworten. Huch! Euer Ehren, die Anklage wird eine ebenso eindeutige wie makellose Antwort auf diese Frage liefern. Einen eindeutigen Beweis, der eines beweist. Niemand anderes als Maximilian Galactica ist für das Verbrechen verantwortlich. So, Franzi. Na schön. Das Gericht unterbricht die Verhandlung für 10 Minuten. In dieser Zeit bitte ich die Anklage, den nächsten Zeugen vorzubereiten. Das Gericht zieht ihn zurück. Tong. Und Fortsetzung folgt schon wieder. Oh. Entschuldigung, wenn ich jetzt wieder mein Dingsbums, mein Mikro antatschte. Aber irgendwas kratzt gerade. So. Trifft sich gut. Kurze Pause und dann geht's weiter. See ya, guys.